Wir wurden angeschrieben wegen Schwindelattacken nach dem Sport. Der Patient ist 53 Jahre alt. Ich habe das jetzt hier so stehen. Ich lese das jetzt mal nicht runter. Ich versuche das so rüberzubringen. Also, der kann die Arme nicht über den Kopf so heben. Dann hat er Schwindel. Und wenn er schwimmt, er hat früher 10 Kilometer ist er geschwommen, Brustschwimmen hauptsächlich, und hat dann enorme Schwindelattacken. Jetzt fragt er, was kann man machen, dass das aufhört? Er hat Angst, Sport zu machen oder überhaupt was zu machen. Also wichtig ist, dass man erstmal die Sitzposition korrigiert. Und viele Menschen, wenn die am Computer sitzen, die sitzen so. Ich gehe mal so an die Seite. Hier haben wir auch einen Computer. Ich weiß nicht, ob das so geht, lieber Kameramann. So. Dann sitzen die in der Position nicht richtig. Dann hat die Wirbelsäule hier so einen Knick. Die sitzen so. Besser ist, wenn natürlich man so sitzen würde. Und der Stuhl und die Augen, also wie man sitzt und die Augen, die Arbeitsfläche sollen 90 Grad betragen, im rechten Winkel. Wenn jetzt der Winkel vom Bildschirm so ist oder so ist, dann weiche ich mit dem Unterbewusst von der Sitzposition so aus und sitze so oder so. Ja? Wichtig ist, dass man gerade sitzt, Becken aufgerichtet ist und dass man die Hände aufsetzt und dann so arbeitet. Auch wenn man jetzt am Handy ist, ja, Handy so zum Beispiel, komm mal her, so. Ja, und viele sitzen ja so und arbeiten ja so den ganzen Tag. Und das ist eine Katastrophe. Was wir festgestellt haben, ist, dass wenn die Menschen hier hinten ein, zwei Falten haben, dass da auch die Bandscheibe sich in eine andere Richtung orientiert. Und nicht nur eine, die darüber liegende Bandscheibe auch und die darunter liegende Bandscheibe auch. Wenn die Bandscheibe Nerven irritiert, dann ist auch die Muskulatur, andere Weichteile nicht richtig versorgt. Dann verspannt sich alles, es verhärtet sich, aber es hat immer was mit einem Bewegungssegment zu tun, also mit Bandscheiben, Wirbelkörper, Nervengeflecht, Weichteile, Verhärtung hier in dem Bereich. Bei diesen Beschwerden, das Allerwichtigste ist, auch wenn wir das schon mal mehrmals gebracht haben, das ist dieses Trapezheben. Die Arme bleiben locker, man zieht dann die Schultern bis unter die Ohren und das dann langsam wieder runter. So. Wenn man das 10-mal gemacht hat, das kann man auch mit kleinen Hanteln machen, mit Gewichten machen. Die Arme bleiben immer locker. Das arbeitet nur dieser Trapezmuskel, der bis hier oben hingeht. Das ist gegen Tinnitus, das ist gegen Schwindel, das ist gegen Drehschwindel. Das ist eine super Übung, das regelmäßig machen. Und das macht man jeden Tag. Morgens fängt man an, schön langsam so durchzupumpen. Ja? Und dann, wenn man diese kreisende Bewegung macht, geht man ganz extrem nach oben. Vorne, ganz weit nach oben, ganz weit nach hinten und dann wieder so nach hinten, richtig weit nach unten, dann wieder nach vorne. Alles in Zeitlupe und ganz extrem durchgeführt. Dieses hier, das bringt nichts. Oder so, das ist nichts. Immer ganz extrem gerade stehen und dann so nach hinten, so richtig durchgearbeitet. Ganz extrem und andersrum. Die Schultergelenke haben sieben Nebengelenke, also ein Hauptgelenk und dann gibt es noch Nebengelenke. Das ist sehr komplex. Und diese Übung, diese Rotation in der Schulter und dieses Trapezheben ist natürlich eine sehr gute Sache, die man immer machen kann. Ich würde das jeden Tag machen. Aber auch die simplen Armkreise, ja, so kreisen, ja, das gehört einfach dazu. Man muss aber nur gerade stehen, ja, ganz weit. Und man kann das auch koordinativ entgegengesetzt machen oder mal so entgegengesetzt. Ja, das ist total wichtig. Die meisten Leute, die hinten Beschwerden haben oder Drehschwindel haben, die sind hier in der Halsmuskulatur zu schwach. Die muss stärker werden. Da zeige ich mal ganz grob eine Übung im Liegen. Die kann man auf dem Boden machen. Am besten auf dem Boden, wenn man älter ist im Bett. Oder nicht auf der Couch, dann sitzt, da liegt man nicht gerade. Also wenn man jetzt hier hingeht, ich mache das Teil mal so runter, setze mich mal so da drauf, dann ist natürlich wichtig, dass wenn man den Kopf anhebt, so, dass man den nicht so anhebt, sondern versucht so anzuheben, so gerade. Die Augen bleiben gerade, man lässt die Hände mal so, die Beine bleiben so gewinkelt und dann macht man so ganz leichte Bauchübungen dabei und geht so ganz vorsichtig runter. Und jetzt sieht man aber auch ganz genau meine Halsmuskulatur, wie die hier sich zeigt. Der Kopf ist ein Gewicht, ist wie eine Hantel und man
versucht jetzt, die Augen da oben zu lassen und man macht diese Bewegung wie so eine kleine Schaufelbewegung. Also nicht so runter und hoch, so nicht, sondern so. Wenn man die Hände hier drauf hat, dann merkt man, wie die Muskulatur, die Brustmuskulatur schön anspannt, die Halsmuskulatur anspannt und hinten das wird gedehnt. Und das macht man dann ganz leicht, diese Dips, ganz leicht. Dann hat man die ganze Bauchmuskulatur, die Brustmuskulatur, die Halsmuskulatur und hinten die Muskulatur am hinteren Hals alles schön gedehnt. Das ist eine ganz hervorragende Schlüsselübung. Bauchmuskeln, Brustmuskeln, Halsmuskeln, den Kopf nicht festhalten beim Hochheben, sondern der muss frei schweben. Der ist ja ein Gewicht und das ist total wichtig, dass man das macht. Und das kann man machen mit einem Bandscheibenvorfall, das kann man machen auch mit künstlichen Halsbandscheiben, ja, weil die Frage immer aufkommt, das könnt ihr machen, ihr macht ja alles in Zeitlupe und ganz ebenso, zack, zack und kontrolliert, dann passiert da nichts. Wichtig ist, das gehört einfach zum Leben, dass man in der Lage ist, in Rückenlagen ist, den Kopf anzuheben ohne Hilfe. Das ist das Ziel. Die zweite Übung, die zeige ich noch mal ganz kurz und dann sind wir schon fast fertig. Ja? Einmal gehen wir mal kurz zur Wand, hier an die Tür. Und da ist ganz wichtig, man stellt sich so dahin. Ja? Füße ganz unten, Fersen an die Tür oder an die Wand. Und dann oben geht es darum, dass der Kopf nicht so nach hinten geht, so, das kann jeder, sondern wichtig ist, dass man den Kopf, das Kinn so quasi nach hinten gleiten lässt. Das ist dann so. Und dann versucht man hinten ranzukommen mit dem Hinterkopf und dann merkt man das, wie das dann hinten knackst und knirscht und das spürt man bis runter in die Lendenwirbelsäule. Also einfach nur so an die Tür und dann versucht mit dem Kopf so hinten ranzukommen, so. Und dann merkt man das, wie das richtig knirscht und knackst. Und das macht man immer so 8 Sekunden, 3x8 Sekunden, würde reichen. Kann man im Büro machen, kann man zu Hause machen, jeder hat eine Tür. Einfach so ran. Und das, wenn man so macht, das bringt nichts. Es geht um das Atlasgleiten. Der Kopf, wenn das der Kopf ist und das ist der Atlas, der muss wieder so gleiten dürfen. Ja, und der ist bei meisten, bei den Menschen, die Tinnitus haben und die Halswirbelsäulenbeschwerden haben, Drehschwindel haben, da ist das alles in der Bewegung eingeschränkt. Und mit dieser Technik, die ich einmal da gezeigt habe, im Liegen und einmal hier an der Tür, hat man eine Automobilisation, man kann sich selber helfen. Was immer gut ist, man nimmt auch ein Geschirrhandtuch mit kaltem Wasserkran drüber laufen lassen, ausfringen, zweimal falten, um den Hals wickeln, trockenes Handtuch drüber, schlafen, Fernsehen gucken, das entspannt und macht auch sofort die Beschwerden weg. Würde ich immer mal wieder machen. Wärme ist nicht immer gut im akuten Stadium. Also ich würde lieber kalt-nasse Umschläge machen, diese Übungen durchführen, diese Drehübungen. Und dann noch eins zum guten Schluss, dann sind wir fertig. Und zwar nimmt man entweder hier einen Meridianstab. Ein paar kann man jetzt bei uns erwerben. Sind nicht viele da, die kann man erwerben. Ich mache auch keine Werbung dafür, nur wir haben so viele Fragen gehabt, wo man so einen Meridianstab herkriegt. Man kann natürlich auch einen Löffel nehmen, aus dem Geschirrkasten, kein Messer, man soll sich nicht aufschlitzen, ein Löffel, wo dann die Kante nicht so extrem ist. Dann geht man einfach mit dem Metall von der Nase aus so rüber und zieht sich das so wie so ein Kopfscheitel bis hier hinten zum Nacken. Richtig feste, nochmal, so rüber, mittig und richtig feste über die Schädeldecke, hier rüber, bis hier hinten, ganz da hinten rüber, zack. Und dann hat man das Gefühl, wenn man das dreimal gemacht hat, da hinten, da stechen Nadeln. Einfach nur, ich zeige das von vorne, so rüber ist das Lenkergefäß aus der TCM, aus der traditionellen chinesischen Methode. Dann gehen wir wieder so dahinter und dann so. Und dann wird das schon langsam rot in dem Bereich. Wenn man das gemacht hat, kann man das nochmal seitlich machen, von der Augenbraue genauso rüber, ein bisschen versetzt darüber, so. Auch wieder so seitlich von der Halswirbelsäule bis darunter. Macht man so 3-4 Mal. So rüber. So rüber. Und dann auf der anderen Seite genauso. Zieht das mal durch. Macht mal die Übung. Schaut euch die Videos bis zum Schluss an. Und macht die nicht nur 2-3 Mal und sagt, das hat mir nicht geholfen. Das kann nur helfen, wenn man das regelmäßig macht. Wie so ein Ritual. Und dann werdet ihr auch klarkommen. Fangt an, werdet aktiv, Aktivität stärkt. Also wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns,
Bleibt uns treu, bis zum nächsten Video.